Meine größte Macke ist, dass ich oft Schwierigkeiten habe, damit mich zu entscheiden. Auch so eine Frage zu beantworten wie, was ist Ihre größte Macke? Also mich hat schon als Kind das immer total fasziniert, wenn Menschen um mich herum eine Sprache gesprochen haben. Und ich fand es immer ganz schrecklich, nicht mit denen sprechen zu können. Und finde Sprachen, wenn man da so eintaucht, man taucht so in eine Welt. Und für mich ist immer in jeder Sprache eine mögliche Identität und Version von einem selbst versteckt. In jeder Sprache ist man jemand anders. Und trotzdem man selbst, aber es ist eine Facette, die man nicht kennt und das fasziniert mich total. Berlin ist vor allem zu Hause so, also ich, total. Also ich finde Berlin so toll, weil man irgendwie so, Berlin so eine Stadt ist, die so jeden mitspielen lässt so ein bisschen. Also so, abgesehen von dieser Berliner Grummeligkeit, die es so manchmal gibt, finde ich, ist es so eine, ja, es ist eigentlich so ein bisschen wie New York. Ich weiß noch, als ich aus New York wiedergekommen bin, fand ich Berlin noch toller, als ich sie vorher fand, weil ich plötzlich dachte, es hat so von der Weltoffenheit oder von, ja, dass so jeder mitspielen darf, in diesem Berlin zu Hause sein darf, ist es New York gar nicht so unähnlich. Ich bin total gern in Berlin. Was mir vorher gar nicht klar war, was für ein, also wirklich einzigartiges System wir haben in Deutschland, was ist einfach in der Welt so nicht nochmal gibt, subventioniertes Theater in der Form, dass man in jede Stadt eigentlich geht und ein Stadttheater oder ein Staatstheater hat. Lolita war meine erste große Rolle im Theater auf einer großen Bühne und das war, bedeutet mir einfach unheimlich viel. Also, und ich liebe das Buch und das hat mich immer begleitet.